Wir kommen dann zur letzten Runde und da übergebe ich nochmal an meinen Kollegen Peter Gebauer. Ja, wir wollen es jetzt auch noch ganz kurz halten, denn wir wollen eigentlich fertig werden. Wir wollten eigentlich schon fertig sein und die Antworten, die wir bekommen haben, waren, glaube ich, in der Regel etwas länger als erwartet. Ganz kurz zum Schluss also noch folgende Frage. Es gäbe noch jede Menge interessante Fragen, das ist ganz klar. Die kriegen wir heute Abend nicht geregelt, weil sonst sind wir bis morgen früh hier. Aber fragen wir doch mal, die Wahl ist ja, der Ausgang ist offen. Sagen wir es mal so. Man weiß nicht, wie sich das Parlament danach zusammensetzt. Und deshalb einfach die kurze Frage an die einzelnen Parteien, mit welcher anderen Partei bzw. Wählergemeinschaft Sie eigentlich die größten Schnittmengen sehen. Und da würde ich gern bei den Grünen anfangen. Wo sehen Sie am ehesten Schnittmengen, mögliche, ich sage jetzt mal das Wort, Abstimmungsgemeinschaften? Also wir sind eine eigenständige Partei, die anderen sind eigenständige Fraktionen und Gruppierungen. Ich denke, wenn der Wähler gesprochen hat, dann wird man sehen, welche Bereiche oder welche Fraktionen den Auftrag bekommen, zu gucken, dass, wie das in den nächsten 5 Jahren in Griesheim laufen soll. Für uns ist eindeutig klar, dass wir, wenn die Wahl vorbei ist und wir aufgefordert sind, hier uns der Verantwortung zu stellen, wir mit keinem nicht sprechen würden. Also das denke ich, ist für uns zumindest keine Option. Es ist so, dass es natürlich schwierig ist, angesichts der Dinge, die wir fordern und die wir auch in den letzten 5 Jahren, also nicht nur jetzt vor der Wahl fordern, sondern die wir auch in den letzten 5 Jahren vorwärts gebracht haben, beziehungsweise umgesetzt haben wollten und die uns immer abgelehnt worden sind, dass wir natürlich ein Problem da automatisch mit den Kollegen von der SPD haben. Denn die müssten sich sehr stark bewegen, nicht nur was den Haushalt angeht, sondern auch das Thema sozialer Wohnungsbau, Bürgerbeteiligung, alles Dinge, die für uns sehr zentral sind. Und angesichts dessen, denke ich, ist es ehrlich zu sagen, dass wir wohl, ja, ich will jetzt kein, weil wie gesagt, ich will es nicht ausschließen, aber ich sage es einfach mal, wir haben in der Opposition einfach zum Teil relativ gut zusammengearbeitet, ja, und ich denke auch, dass wenn der Auftrag vom Wähler kommt, dass in Griesheim der Stillstand aufgehoben werden soll, dass eine andere Richtung kommen soll, das heißt, dass die SPD klar die Mehrheit verliert, dann ist es, glaube ich, auch der Wunsch des Wählers zu sagen, okay, jetzt seid ihr dran, jetzt müsst ihr beweisen, ob ihr es könnt oder nicht. Das da wir sehen das im Prinzip ähnlich. Also ich denke schon, dass wir die größten Übereinstimmungen im Rahmen der oder mit den momentanen Oppositionsparteien oder Oppositionsgruppierungen haben. Natürlich wird die Entscheidung am 6.3. getroffen von den Wählern und danach müssen wir halt anschauen, was sich ergibt. Wir werden bestimmt mit allen mal reden, aber wie der Herr Tichy eben schon gesagt hat, wir haben momentan, also in den letzten Jahren eigentlich im Rahmen der Oppositionsparteien immer mal wieder zusammengearbeitet an bestimmten Themen und das lief sehr gut. Und warum soll man auf diesem Weg nicht danach weitermachen? Kurz bitte. Noch kurze Ergänzung dazu. Also ich bin nicht im Parlament, ich bin neu in der CDU, würd's aber gerne machen und ich sage Ihnen auch warum. Weil ich bin mit vielen anderen, zufällig jetzt auch hier Anwesenden, ausschließlich an Sachthemen interessiert. Und mir persönlich, ich sage einmal persönlich, mir ist es eigentlich egal, mit wem wir zusammenarbeiten, wenn es um die Sache geht. Aber das, was ich erlebt habe als Zuschauer im Parlament die letzten Jahre, wenn ich mal dabei sein durfte, war eine Blockbildung, die ausschließlich an grundsätzlichen Systemen des Erhalts orientiert war und nie an Sachen. Und mir würde es einfach gut tun, wenn wir an Sachen arbeiten, und zwar nach vorne. Ja, Sie werden sich nicht wundern, dass wir dafür kämpfen, dass wir unsere Mehrheit behalten, weil eben auch genau diese Blockbildung da war. Wir haben das genauso empfunden. Frau Lotze-Wessel hat es eben auch noch mal deutlich gemacht. Und auch hier haben wir
in umgekehrter Weise keine Kompromissbereitschaft gesehen, um gemeinsam für Griesheim an einen Strang zu ziehen. Ich könnte Ihnen einige Entscheidungen dazu anbieten, wo die Opposition mit Vorschlägen gekommen ist, nachdem wir sie übernommen haben, sie sich dann auch doch abgekehrt haben und sie nicht mehr wollten. Insofern denke ich, werden wir dafür kämpfen, dass wir unsere Mehrheit behalten. Und sollte es wieder erwarten anders kommen, ich denke, klar, reden muss man immer. Das ist sicherlich ganz üblicher Brauch in der Demokratie. Und ich denke, es ist dann auch wichtig, wie sich die einzelnen Fraktionen zusammensetzen. Es gibt ja auch neue Personen, die dann kommen und neue. Und im Grunde genommen werden solche, wenn es zu Kooperationen kommen sollte oder so, wird es immer schließen, die werden die von den Menschen geschlossen und nicht von irgendwelchen Parteien. Ich glaube, das ist jetzt tatsächlich kein Thema. Wir haben wirklich gut in der Opposition zusammengearbeitet. Ich sehe das mit der Blockadepolitik leider auch so. Es ist unheimlich schade. Ich habe ja eben schon gesagt, ich habe es für einen schönen Ansatz gehalten, einen runden Tisch zum Haushalt zu machen. Das hat allerdings nur kurz stattgefunden und dann hat die SPD die Sache wieder alleine entschieden. Und ich finde, das ist keine Möglichkeit, eine Stadt nach vorne zu bringen, indem man sagt, wir haben das immer schon gemacht und so machen wir das weiter. Neue Ideen aus der Opposition, denen steht man nicht nur nicht positiv entgegen, sondern abwehrend entgegen. Und deswegen finde ich, es ist höchste Zeit, dass sich die SPD bewegen muss. Und das tut sie offensichtlich nur, wenn sie ihre Mehrheit verliert. Dann kommen wir zum Schluss noch bei der WGG. Ja, ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie nicht nach Koalition gefragt haben, weil das wäre die völlig falsche Richtung. Ich bin doch auch sehr erstaunt über diese Blockbildung, von wegen die Opposition ist dann irgendwo nicht dafür. Sie werden, wenn Sie im Stadtparlament mal zuhören, erstaunt feststellen, dass die allermeisten Dinge einstimmig beschlossen werden, weil sie einfach vernünftig sind. Das sind aber viele Routine-Dinge. Es gibt die entscheidenden, das ist ja heute auch hier deutlich geworden, streitigen Angelegenheiten, wo es grundlegend unterschiedliche Meinungen gibt. Und ich habe in der vorherigen Legislaturperiode Fraktionsvorsitzenden gemacht. Wir haben hinterher mal gezählt, wir haben 80 Anträge eingereicht. Und die allermeisten Anträge sind einfach abgeschmettert worden. Viele davon waren Prüfanträge. Die waren schon in den paar Tagen zwischen Einreichung und Beschluss geprüft und schon abgelehnt worden. Diese Blockbildung, dieses wir wollen keine neuen Ideen. Wir wollen unser Ding durchziehen. Wir haben die Mehrheit und wir können das auch. Und das zeigen wir euch jetzt. Muss aufgebrochen werden. Wir von der WGG sind keiner irgendwie gearteten Ideologie oder irgendeiner höheren Partei verpflichtet. Wir können einfach sagen, okay, habt ihr gute Argumente, dann reden wir mal drüber. Wir lassen uns auch gerne von irgendetwas überzeugen, erwarten aber auch, dass ein tragendes Argument auch angenommen wird. Und dann möchten wir viele Dinge auch einfach erstmal geprüft haben, weil wir wissen nicht schon vorher, was richtig oder was falsch ist, damit wir mal eine Grundlage haben, drüber zu reden. Und dahin, in der Hinsicht sind wir offen für alle anderen, auch Oppositionsparteien. Und ich hatte es ja eingangs auch mal gesagt, wenn die SPD sich in der Opposition mal regeneriert hat und nicht mehr nach hinten gucken muss und Angst haben muss, alles, was sie jetzt abschafft, sind ja ihre eigenen Entscheidungen, dann auch gerne mit einer auf dieser Art reformierten SPD. Aber das wird schon mal mindestens eine Legislaturperiode dauern, denke ich mal, bevor das soweit ist. Und deswegen, wir sind offen dafür, wir sind für die Bürger da und wir möchten gerne sachorientierte Politik machen und sonst gar nichts. Dankeschön.